Willkommen zu einem neuen Video und heute sind wir schon in Woche 3. Wir haben schon 2 Wochen gemacht, falls ihr euch fragt, hä, wo sind die anderen 2 Wochen? Unten in der Beschreibung, aber wir werden euch natürlich auch aufklären, was wir hier machen, denn wir machen passend zu dem wunderbaren Game, welches rausgekommen ist, Horizon Forbidden West. Ein Workout, in dem wir die Gegner von dem Spiel besiegen. Wir sind beim 3. in Woche 3 angekommen. Und ich finde, wir haben uns in den letzten Videos echt gut geschlagen. Hier ist übrigens die liebe Vanessa von Freeletics. Erzähl uns gerne, was du machst und wer du bist. Ich bin die Vanessa. Ich bin schon seit Ewigkeit bei Freeletics, schon über 9 Jahre. Bin Training Specialist bei Freeletics und kümmere mich die letzten 2, 3 Wochen um dieses Training, was wir extra für euch gemacht haben. Und falls ihr auch mitmachen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, bis zum 31.03. 30 Tage kostenlos Freeletics zu testen. Und vor allem habt ihr die Möglichkeit, das gleiche Workout, welches wir jetzt machen, auch zu machen. Und die Workouts davor, bevor ihr zu dem Endboss kommt, weil der Endboss kommt immer Ende der Woche, habt ihr die Möglichkeit, ein auf euch zugeschnittenes individuelles Training zu bekommen, das es so nicht gibt, sondern nur für euch. Bei diesem Workout wird es auch so sein, dass wir gegen die Maschine jetzt kämpfen. Die hat eine Lebensanzeige, wir haben eine Lebensanzeige. Das bedeutet, wenn ich bei einer Übung absetze, wird diese Lebensanzeige runtergehen. Das kann jetzt sehr gut passieren. Oberkörper ist gefragt. Ja, das ist so ein bisschen meine Schwachstelle und deswegen wirst du uns wahrscheinlich hier durchboxen müssen. Ich würde sagen, wir fangen an und machen zuerst das Warm-up. Sehr gut. Starten wir mit dem Warm-up. Sonnenflügel wird heute bekämpft. Ja. Mit was starten wir? Go. 30 Skipping Jumps. Bin gleich dabei. Ich hole auf. Prima. Dann als nächstes nach vorne Lunges. Jep. Nur 6 Stück. Da ist immer wichtig, dass man von der Ferse nach oben drückt und das Knie, dass man nicht so einen riesen Ausfallschritt macht, sondern nur einen kleinen und das Knie langsam auf den Boden berührt. Sehr gut. Prima. Dann haben wir Scorpions. Scorpion ist auch ein super Warm-up. Was ist denn das? Da legen wir uns hin, machen einen T und gehen dann zum Beispiel mit dem linken Fuß, ja, hat erst schon Platz, mit dem linken Fuß zum rechten Arm. Haben wir nur, kurz, nur einen kurzen Twist und die andere Seite. Ja, prima. Reicht. Au. Au. Natürlich soll es dir nicht wehtun dabei, sondern es soll sich nur kurz ein bisschen aufwärmen. Jetzt habe ich den. Ja. Das Mikro hat sich gelöst. Sehr gut. Prima, was haben wir jetzt? Flunder. Schon wieder. Die Cat Cow. Die Katze. Du darfst natürlich die Geräusche dazu machen, so ist nicht. Was ist denn das für eine Katze? Was haben wir jetzt? Ah ja, machen wir Schultern. Weil wir ja sehr viel Schulter machen, ist einmal von hinten nach vorne und dann einmal von vorne nach hinten einfach nur Schultern warm machen. Das will es auch. Oh mein Gott, damit kannst du mich erpressen. Wurde gerade hinter den Kulissen ein fatales Bild von mir gemacht. Dreh nochmal um. Oh mein Gott. Schrecklich. Prima. Oh nein. Oh nein. Pass auf die Finger auf. Okay. Und 5 pro Seite. Und jetzt mache ich beide Füße. Jetzt wieder den Frosch. Pogos. Genau, Frogos. Nicht halt Frogos, Pogos. Okay, let's go. Zieh, check. Aber ja, wir versuchen da auch wieder, dass die Füße so nah wie möglich an den Händen sind, aber genau. Alles kein Problem, wir machen hier auch immer nur Warm-up.
Super mean. Wo? Mein Schulterchen. Ja, mach nur nicht den Kopf, Nacken mal. Schau mal ein bisschen nach unten. Das ist immer ganz gut für den Nacken. Aber es ist eigentlich okay. Darf ein bisschen wachsen. Du machst vielleicht eben ein paar Übungen so nicht, solange es nicht wehtut, dass die Sehne mal irgendwo rüberspringen. Ist fein. Genau. Gut. Bevor wir jetzt mit dem dritten Gegner, den Sonnenflügel, anfangen, haben wir nämlich gerade noch ein interessantes Gespräch gehabt zum Thema Push-Ups. Und da würde ich jetzt einfach mal an dich übergeben. Da gibt es nämlich verschiedene Variationen. Ich werde die Anfängervariante machen und die fortgeschrittene. Aber da muss man auf so viel achten, dass wir dem jetzt kurz unsere Aufmerksamkeit schenken. Bei uns bei den Philetics-Push-Ups machen wir Hand-Release-Push-Ups. Das bedeutet, wenn die Brust den Boden berührt, gehen wir ganz kurz mit den Händen vom Boden weg, damit wir alle die gleichen Push-Ups machen. Das heißt, bei manchen passiert es nämlich, dass man nicht ganz runter geht. Und so sind wir einfach ganz sicher, dass jeder die Brust berührt hat und einfach den Boden berühren können. Ich persönlich mache es am liebsten, dass ich kurz die Oberschenkel und die Hintern abhebe, dass ich auch wirklich wie ein Brett hoch und runter gehe, einmal kurz die Hintern abhebe und in der Position einfach meine Push-Ups mache. Falls es zu schwierig wird, was wirklich auch sein kann, weil viele nämlich ihre Push-Ups in diese Richtung machen. Wenn es zu schwierig wird, nimmt man das einfach das Ganze von den Knien. Ist genau das Gleiche, wir haben hier ein bisschen Platz frei, Ellenbogen wieder eng, hochdrücken, langsam wieder runter, das Gleiche wieder, weil das wichtig ist, dass man sich darauf konzentriert, dass der Bauch und der Hintern fest ist und nicht, dass man sich hochschlängelt wie bei der Cobra, sondern den Trizeps wirklich aktiviert und langsam hoch und runter geht. Falls es auch zu schwierig ist, was vollkommen okay ist, ich konnte auch keinen am Anfang, ist, dass wir einmal in die Position gehen, Push-Up-Position oben und gehen einfach negativ langsam nach unten. Wenn wir unten angekommen sind, können wir uns wieder nach oben schlingeln. Negative Wiederholungen funktionieren wirklich sehr gut, um irgendwann mal die richtigen mal zu schaffen. Aber mit Step-by-Step-Übungen schafft ihr das wirklich, irgendwann mal einen Push-Up hinzubekommen. Es ist nicht so schwer, nur ihr müsst dranbleiben und nicht den Kopf zu sehr euch reinbringen mit, oh, ich kann aber nicht, ich will aber nicht. Einfach machen und das wird schon. Dann haben wir aber die Pikes. Oh ja. Und die Pikes will ich einmal noch ganz kurz durchgehen. Das ist eine Übung wie der herabschauende Hund. Ja. Da geht man in diese Position. Und was hierbei wichtig ist, ist auch, dass die Ellenbogen nach hinten gehen und wir versuchen mit dem Scheitel die Matte zu berühren. Wir gehen einmal nach unten und drücken dann wieder hoch. Falls das auch zu schwierig wird und man kommt nicht mehr hoch, kann man natürlich dann einfach absetzen und man macht auch wieder nur negative. Ja. Wichtig dafür ist, nicht zu viel, also nicht zu schnell rein. Plus, du hast 30 Sekunden Zeit, auch wenn es nur zwei Wiederholungen werden. Ist vollkommen egal. Ja, okay. Schaffst du. Kannst du mir die nochmal kurz zeigen, bevor wir anfangen? Also ich mache ja den hier. Genau, und jetzt versuchst du den Scheitel auf den Boden zu bekommen. Und wieder hoch. Genau. Du kannst die Ellenbogen auch gerne ein bisschen zurück. Schau ruhig wirklich zu deinen Füßen. Genau. Prima. Okay. Nicht zu viel, wir brauchen die Kraft. Ja, deswegen genau. Okay. Four, three, two, one, go. So, jetzt haben wir Reverse Flies. Da achten wir wirklich nur, dass wir den unteren Rücken in die Matte drücken. Versuchen die Arme gar nicht zu benutzen, aber wir können wirklich nur hier anheben und den unteren Rücken in die Matte reindrücken. Mhm. Haben noch 10 Sekunden Flunder. 5, 4, 3, 2, 1, go!
gar nicht so viel der Kopf, sondern wirklich den Oberkörper versuchen hochzuziehen und den unteren Rücken in den Boden reinzudrücken. Das war's. Letzten Five, Sekunden. 4, 3, 2, 1. Prima. Jetzt einmal die Pikes. Oh ja. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh mein Gott! 5, letzten Sekunden. 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Einmal Superman und dann müssen wir es nur noch zweimal machen. Ground die Superman. Sind übel. Ja, die sind wirklich anstrengend. Vor allem, weil es über Kopf ist, ist auch noch ein bisschen was anderes. Bei Ground Superman bleiben die Füße am Boden und dann, so wie wir sonst auch machen, nur die Füße bleiben am Boden. Am Boden? Mhm. Das heißt, du bist hier. Normalerweise sind die Füße weg und hier. Füße am Boden. Und dann Five, einmal schwimmen. 4, 3, 2, 1, go! Three, two, one. Eine Minute Pause und noch zweimal. Und wie gesagt, wenn du jetzt die Negativen machen möchtest, ja, mach ich gar kein Problem. Kannst du auch wirklich langsam machen, umso langsamer uns anstrengen. Die Negative leichter. Ich würde nicht sagen, sie sind leichter, sie bringen dich nur auch sehr schnell dazu, dann irgendwann richtige zu können, weil diese negativen Wiederholungen, auch bei negativen Pull-Ups zum Beispiel, wenn du oben bist und lässt dich langsam runter, du musst dein Körpergewicht halten. Ja. Und das willst du dir auch irgendwann hochdrücken. Deswegen, ich bin so pro eigenes Körpergewicht negativ, anstatt mit Bändern beispielsweise. Ja. Aber das ist jedem selber überlassen. Aber ich merke allein, bei den Negativen, wo ich runterlassen, kann ich dann auch irgendwann schneller mich hochdrücken, weil ich mein eigenes Körpergewicht benutze. Bist du müde, sollen wir nochmal gleich wieder weitergehen? Ja, wir machen das weiter. Ist dir langweilig? Ach so, nein, nein, das gar nicht. Five, nee, ist auch oft, four, dass du vom Training three, her dann die... Two, one, jetzt müde werden. Ja, das ist aber normal. Deswegen passiert mir auch oft, dass ich dann gehe. Und dann kommt immer, bist du nicht genug? Das ist anstrengend. Ellenbogen auch. Du musst auch gar nicht so schnell machen. Kannst die Ellenbogen dann auch langsam Five, runtergehen und dich langsam wieder hochdrücken. 3, 2, 1. Nur 4 Stunden geschlafen. Ja, ich habe voll einen Albtraum gehabt. Ich geträumt, dass ihr alle auf mich gewartet habt. Es war schon 11 Uhr und ihr wart schon alle da und ich habe es nicht gekraft. Da habe ich zu Rodin gesagt, die sind alle da, wir müssen uns beeilen, wir müssen schnell hin. Und hat es voll Ärger gegeben. Oh. Und ihr wart alle schon da und voll genervt. Das war Five, ein Traum. 4, 3, 2, 1, go. Da streikt's. 5, 4, 3, 2, 1, go!
5, 4, 3, 2, 1. Dann noch eine Runde, dann ist es. Dann ist die dritte Woche durch. Ich glaube, das passt jetzt, die Pikes packe ich immer. Die sind schon heftig. Das ist das Gute eigentlich, dass du innerhalb bei dir zu Hause kannst dich so fertig machen, weil man denkt so, oh, Bodyweight. So, nee, nee, ja. Das ist schon anstrengend. Voll. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lebensenergie versammelt, weil ich es nicht so sauber ausgeführt habe. Deswegen lieber langsam und sauber als unsauber. Aber es sieht noch gut aus. Ja. Okay. Aber die letzte Runde könnte uns jetzt ein bisschen zurückwerfen. Ja, konzentrier dich, nimm die Pause. Hol dir Energie aus der Pause. Five, four, three, two, one, go. Oh, ich habe nicht auf Rack gedrückt. Boah, da würde ich durchdrehen. Ey. Gar nicht heute. Nicht auf mal mehr ausdrücken. Letzten 10 Sekunden. Geben wir nochmal Gas. Five, four, three, two, one. Das ist wie wenn man sich einen Teammate mitnimmt, der einfach nur gecheatet ist. Five, four, three, two, one, go. Wie machen wir in 30 Sekunden? 5, 10? Machen wir so, ich muss jetzt 5 schaffen, sonst wird es abgezogen. Weil du ziehst ja eh durch. Ja, achso, du machst es nicht. Ich habe nicht geguckt. Doch, ich gebe mir schon Mühe, aber ich merke, also 5 wird für mich jetzt schon hart. Ja, deswegen mach dir ruhig Pause. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, go. Haben wir? 3. Sehr gut. 4. Mein Kopf platzt. Lass dir Zeit. Ich brauche dich noch. 5. Sehr gut. 3. Noch eine. 2. Okay, noch eine? 1. Yeah. Oh. Okay, ich mache Punkteabzug. Oh. Oh. Noch einmal die Ground Superman. Und dann haben wir ihn nur noch einen Gott. Wir haben ja schon über die Hälfte geschafft. Aber der letzte wird so brutal. Ja. Ja, da stimme ich zu. Five, four, three, two, one, go. Hörst du mich knacksen? Ich höre dich. Ist das normal? Also dein Körper, solange du dir nicht wehtust, macht halt gerne ein bisschen Sachen. Bei mir knackst es auch ab und zu, wenn ich beim Plank bin oder im Handstand. Deswegen. 5, 4, 3, 2,
one. So Leute, den dritten haben wir jetzt auch besiegt. Bisschen Abzug gab's, aber Nummer 4 hat es nochmal richtig in sich. Wenn ihr jetzt auch dieses Workout machen wollt, dann checkt auf jeden Fall gerne unten den Link in der Beschreibung ab. Da habt ihr 30 Tage kostenlos Freeletics bis zum 31.03. Und ich freue mich schon auf die letzte finale Session. Ja. Und das wird nochmal richtig heftig. Wir brauchen erstmal eine Woche Pause. Ja.